Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag oder einen guten Abend. Willkommen zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. Weiter geht es mit der Patrouille von Ellie und Dina. Wir sind hier oben gelandet. Dann, da ich ja letztens aufhören musste, weiß ich gar nicht, ob wir hier alles gemacht haben. Ich glaube, den Safe habe ich eigentlich schon gemacht, ne? Ich weiß halt gar nicht mehr. Warum? Ich musste nämlich aufhören, weil ich was zu tun hatte. Yo, Christian, ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver junger Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk bloß nichts. Sie sind für deinen Rücken, okay? Gute Besserung, Mina. Doch, habe ich schon gemacht. Guck da. Wenn ich mich recht erinnere, war das. Da ging ja die ganze Scheiße los und der Juli ist. Bäm. Mann, Ja, habe ich doch schon gemacht. Lauschmodus Geschwindigkeit. Bewege dich im Lauschmodus schneller. Halte R1 gedrückt, um näher an Ge um nahe Gegner durch die Wand zu spüren. Das funktioniert. Jo. Nimm damit. Ich habe schon lange keine Karte mehr gesehen. Ich muss nämlich jetzt runter, glaube ich. Komisch, wieso schafft ihr das mit zwei Schuss und ich aber nicht? Oh fuck, Alter. Erledige die Klicker mit deinem Ringmesser lautlos, schleiche dich an und drücke Dreieck. Die haben da so eine Echoortung, ne? Ja, Junge. Rambo. Das ist ein andere. Boah, Klicker wäre gar nicht meins als Infizierter. Na, wolltest du mich gerade entdecken? Diese Blindenviecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Ich loot hier erstmal. Hier verschwinden. Dina, hilf mir mal. Komm mal. Ja, komm, beweg dich. Immer eine große Fresse, weißt du? Immer einen drauf machen, draufsetzen, aber mal einen Schrank bewegen. Ich komme. 3 Stunden brauchen, bis du da bist. Oder regt mich auf. Dämliche Truse. Ich mag dich gar nicht. Ganz ehrlich, ich kann dich gar nicht ab. Gibt's hier keinen Loot? Hier waren bestimmt Batterien oder sowas. Rush ist auch keine Ahnung. So krass ist mein Englisch Skills auch wieder nicht, weil ich bin Asiate und kann kein Englisch. Meine Mensch-Schule wurde Englisch leider verboten, wurde als die böse Sprache angesehen und da durfte ich nur Deutsch lernen. Deswegen mach es voll.
Gibt's kein kein Englisch. Ein Geschenk für dich. Spaß. Ich nehme es gerne an. Ja, ich weiß, Molokov, glaube ich, so wie es aussieht. Ich habe aber keine Zeit jetzt. Ich will hier bam bam bam, ich bin nämlich abhängig von Pillen und muss Pillen mitnehmen. Hier. Danke. Molotow setzt einen Bereich in Brand. Halte zum Zielen L2 gedrückt und drücke R1. R2. Ja, eigentlich wie bei der Waffe, ne? Ich bin Profi. Das war's noch nicht. Oh Gott. Hier, Bab, guck mal hier. Ich vergesse. Wenn ich nicht guck, vergesse ich die Hälfte. Hier, da sind irgendwo Pillen. Wo waren die Pillen da? Ich kann irgendwas bauen, hat es mir angezeigt. Oh ja, Heilung ist gut. Ja, bam. Schnellere Medikits auch. So, dann gehen wir mal da hoch. Oh, Chuck. Was ist das hell, Alter? Kann ich die Helligkeit noch runterdrehen? Oh ja, bitte. Nur ein bisschen. Boah, das hat mega krass geblendet. Ah, hier ist schon einer. Cool, Dina, lass mich das machen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich bin ja nicht blöd. Wie gesagt, ich habe das Spiel bis zum gewissen Punkt schon gezockt. Mach die Taschenlampe. Bis zum gewissen Punkt gezockt. Und... weiß, wie ich hier vorgehen kann. Lustig ist ja immer. Dass viele. Einige glauben, hey, ich wäre gestorben. Nein, bin ich nicht. Ich bin auch. Ihr kennt das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch im Void ist. Im Twitch-Stream. Also, ich habe bis zu einem gewissen Punkt auch gestreamt schon. Und. Da bin ich auch nicht gestorben. What the fuck? Nein, definitiv nicht. Ich finde dieses lautlose Killen, das macht mega Bock. Da kommt dann auch so eine Situation, mal sehen, ob ich es auch so hinbekomme. Also im Offscreen spielen. Nee, das war auch ein Stream. Habe ich eine kleine Taktik angewendet. So. Wenn dann, weil wir kämpfen ja nicht nur gegen Infizierte, sondern auch gegen, ja, lebende Menschen in diesem Spiel. Und bewegt sich noch was? Ich habe da eine kleine Taktik angewendet. War eigentlich ziemlich smooth. Cool auch. Ja. Die anderen werden uns das gar nicht glauben. Weißt du, so einer spielt das Opfer? Okay. Ja. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Und einer spielt das Opfer, muss halt so platzieren, dass halt, ne, die Menschen das so platzieren, das Opfer, die Köder, sag ich mal, dass der auf jeden Fall gesehen wird von den anderen. Und dann immer, zack, immer, dort zwar ein bisschen, also man muss ein bisschen warten, aber zack, 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 einen nach dem anderen wegholen. Easy. Und das ist ja das Spannende dabei. Oh Gott, kann ich jetzt entdeckt werden? Die entdecken mich, die entdecken mich. Weil ihr habt ja gerade diesen Ton gehört, dieses Wuhuup. Oder was das da war. Ich kann das nicht nachmachen. Das ist so eine Art Entdeckungsanzeige. Mich hier mal ein bisschen um, ob es hier Loot für mich gibt. Ich glaube aber gar nicht. Ja. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht 2 Folgen am Tag raushaue, weil das Spiel geht ewig. Ewig. Ewiglich. Oh, nee, hier gibt es kein Loot für mich.
Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Aber es gibt eine Stelle im Game, da freue ich mich richtig drauf. Okay, wir gerade machen weil so. Ich. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Ja, ist okay. Dina, ich klatsch dich um. Gibt eine Stelle in dem Spiel. Oh, die finde ich so cool. Die finde ich so geil. Schon allein, weil darüber gesprochen wurde, worauf ich so stehe. Was ich so geil finde. Was ich seit meiner Kindheit eigentlich, wo ich richtig, ja, eigentlich hinterher bin. Ja, das sollte gehen. Ich wette, ich darf nicht zuerst hochklettern. Weißt du, ich mache die ganze Arbeit. Dina hat jetzt hier von 6 Infizierten nur einen ausgeschaltet. Okay, das ist gut. Dann mal los. Ja, dann mal los. Ja, hoch mit dir. Du bist so eine Lame-Tussi und ich wette, das bricht ein. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Es ist ziemlich windig. Halte L1 gedrückt, um schneller am Seil hochzuklettern. Okay. War so klar. Oh, doch nicht. Hier drüben. Komisch. Oh, schade. Beim Kumpel habe ich im Stream gesehen, der hatte da einen Spielfehler. Als würde die weiter runterfallen. Hatte die auch so, als wenn die, also noch so ein Fallbild, so die Arme weit auseinander. Boah, das ist voll am Schneien hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr meine Stimme versteht. Ich habe irgendwie, es ist immer so, dass bei so Spielen, wo so Wettereinflüsse sind, also Wind, extremer Regen, und also generell Wasser, also Schnee und so, dass das Spiel immer extrem laut wird. Hey, wie weit ist das noch? Noch ein paar Minuten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe den Eindruck, es ist echt so. Das beste Beispiel ist ja Minecraft an sich. Ich musste das Spiel mega leise machen, teilweise. So ist das Spiel schön leise, aber sobald es da anfängt zu regnen, wird das Spiel so laut. Ich würde einen Ein-Mann-Iglo zimmern. Ach, Schimmer ist cool. Ich mag Schimmer. Schimmer ist ein cooler Fernseher. Dina! Rennt die einfach weg? Ey, boah, ist das eine miese Bratze. Ja, Dina, wo bist du? Ja, wo ist sie? Oh, ich sehe keine Spur. Ey, warum reitet mein Pferd Schimmer nicht schneller? Ist das ausge... Oh, ich glaube, es kann auch nicht mehr. Dina! Fuck. Hä? Dina! Habe ich mich gerade verritten? Wo bist du denn, du blöde Kuh? Oh. Ey, du bist so eine Bratze. Ich klatsch dir eine. Ganz ehrlich, ich würde dich so umhauen. Sorry, wenn viele sagen, wie kannst du mal? Ja, ganz einfach. Rennt die einfach weg. Immer große Klappe. Muss immer einen draufsetzen. Muss aber sagen, dass die Effekte cool gemacht sind, ne? Ich mach die Tür zu. Mit der Schnee so auf den Pferden ist und so. Du, meinst du nicht, Dina, wenn Infizierte kommen, dass sie da durch der Scheibe, durch das Glas kommen? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay, sehen wir uns mal um. Kann ich die streicheln, so wie bei Red Dead Redemption? Oh, schade. Das wäre mega cool. Bisschen Interaktion mit dem Pferd wäre richtig cool. Ich mag das Pferd.
Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Also ich würde ja mal sagen, eintreten. Nimm dir ein dickes Rohr, eine Axt, was weiß ich. Mach dir das Holz kaputt, guck dir das doch mal an. Keiner mehr gewesen zu sein. Auf jeden Fall hätte der nie Langeweile, der hätte viel zu lesen gehabt. Hätte sich richtig bilden können. Mega gut eigentlich. Und ja, Bücher, die er gelesen hat, ja gut. Ja, entweder später nochmal lesen oder als, zum Anzünden oder so. Ich sehe nach, was über hier. Was kann ich erzählen? Was ist hier los? Ja, wir nehmen Loot mit. Das ist los. Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat das mir verheimlicht? Na, ich sag mal so. Wenn man bis 2013, ne, so Gamer war und so, man hat viele Spiele irgendwo und man Strom hat und man einen Rechner zum Laufen kriegt, dann kannst du da zocken in der Apokalypse. Ist da ein nice try. Wir stehen aber etliche Rechner rum. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Definitiv Eugenes Hütte. Eugene Linden 000314. Okay. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Nice. Tötete drei Soldaten. Oh. Zwei Zivilisten. Was ist denn hier dahinter? Scheiße. Da ist was dahinter. Dass er und Tommy, seht ihr das? Fedra General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht. Tommy würde sowas. Guck mal, da ist ein Spalt. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Da ist doch was. Komme ich hier irgendwie hinter? Ja, ja, Tagebucheintrag. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein. Dann hätte er was gesagt. Verstehe ich nicht, weil Tommy ist doch Joels Bruder. Naja, egal. Eine Karte. Oh, Comics ohne Ende. Run for Cold. Okay. Intelligenz 100, Muskelkraft 20. Laurent Foucault wurde mit einem brillanten Geist, aber vielen körperlichen Gebrechen geboren und verbrachte viele Jahre seine Kindheit und Jugend in Krankenhäusern. Mit 15 Jahren erlangte er den Doktorgrad in Medizin und entwickelte ein Medikament gegen seine seltene Erbkrankheit. Das Patent darauf machte ihn über Nacht zum Multibillionär. In nur wenigen Jahren wurden aus seinen Millionen Milliarden. Dieses Kapital gab Lauren Foucault die Möglichkeit, den Sci-Tech Imperium Spark zu gründen und völlig freie Hand Wissenschaft und Fortschritt voranzutreiben. Gerüchten zufolge hat Spark eine Methode entwickelt, Neugeborenen speziellen Superkräften einzuimpfen, aber Foucault weist die Gerüchte als lächerlich zurück. Schurke. Okay. Den kann man dem doch trotzdem im Kopf schießen, oder nicht? Was ist hier los? Wer rumpelt denn da draußen schon wieder rum? Ich weiß nicht, ey. Das ist Vormittag und die Leute drehen hier völlig am Rad auf der Straße. PlayStation 3 war ja klar. Und? Ist das Uncharted? Ja, Uncharted 2. Eigenwerbung, ey. Sony. Hat's nötig, oder was?
Hat sich ja gar nicht mit Ruhm bekleckert. Schon ein bisschen lächerlich, ne? Eigenwerbung zu machen, wenn man es so nötig hat. Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Alter, du erinnerst mich an hier diesen... Wie heißt denn der Schauspieler? Ach, der spielt im Waterman mit. Echt? So Aquaman. Da muss hier doch auch irgendwo ein, also den Schauspieler, ne? Nicht den Film. Ich mag den Film gar nicht. Also ich bin sowieso kein DC-Fan. DC ist der letzte Schrott. Meiner Meinung nach. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Halt mal, ich lese gerade vor. Kann ich, danke. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien, aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht. Deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich. Claire. Ja, ne? So ist das. Wenn man irgendwo mitkämpft. Okay. Jetzt? Hey, da ist der Generator. Oh, okay. Ah. Kuriose Technik. Schon besser. Kriege ich mit. Wow. Eindrucksvolle Werkzeuge. Ich hoffe, ich muss nicht immer nur dreimal machen. Ich hoffe, man kann das später so weit leveln, dass man nur das mit einem macht, weil das wird total unrealistisch, wenn du das die ganze Zeit nur mit drei Dingern machst. Was machen wir denn? Ich würde sagen, Pistole. Was haben wir denn hier? Tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Oh, nee. Tausche den Pistolengriff aus. Kompensator, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Ach, hier, komm. Ich finde Magazin eigentlich immer besser. Musst du nicht so oft nachladen. Ja, das wird gehen. Und jetzt? Oh, hallo. Oh, ein Radiator. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Okay. Ha! Jetzt, ha, seht ihr? Oh, ich wundere mich. Na los. Fällt überhaupt nicht auf, ne? Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Ich glaube, bei mir wäre das so, ich würde mich erstmal wäre ich geschockt, wenn so eine Apokalypse kommt, ne, mega krass. Und wenn ich überleben würde, oh mein Gott, das ist Gras. Ja, futzt was? Gras. Was? Das erklärt einiges. Jo, Alter. Ich wäre erstmal geschockt, ne, also ich würde am Anfang auch gar nicht damit klarkommen. Da bin ich ganz ehrlich, ich würde da nicht mit klarkommen. Und irgendwann gewöhnt man sich halt dran, ne, dass man allein ist. So, und dann lebt man eine Zeit lang allein und irgendwann kommt dann der Punkt, ja, nee, irgendwann möchtest du doch nicht mehr allein sein, ne? Oh, was haben wir denn hier? Hey, wer hat solche Videokassetten? Ha. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Kutsch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Hm. Aber komische Pornos, wenn die so einen Namen haben. Was haben wir denn hier?
würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Der war klar. Was haben wir denn hier? Alter, eine Gasmaske mit einer kombinierten Bong? Dina, eine Gasmaskenbong. Oh Gott, er war so schlau. Alter. Selbst in der Apokalypse nehmen sie noch Drogen. Kranke Menschen. Ich brauch so ein Zeug nicht, ey. Ganz ehrlich. Sind das? Das Joints oder was? Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Ja, kann's, glaube ich. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Aber ich sehe da gerade irgendwas Unlogisches, ne? Weil das Zeug riecht man. Auch wenn es vertrocknet ist, das riecht man meilenweit, das Zeug. Dass die das da nicht gerochen haben beim Treppe runtergehen. Weil die Tür war nicht luftdicht verschlossen. Keine Filteranlagen, nix. Keine Lüfter. Voll unlogisch. Wenn eins richtig unterirdisch ist und zehn überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Naja. Naja. Oh, wen haben wir denn da? Ach hier, Panzerknacker, Abby. Also jetzt nicht, ne? Ich hab jetzt kein Problem mit der Sexualität. Ich hab auch Freunde, die halt diese Sexualität haben. Deswegen, ich verstehe mich. Ich hab da keine Verträge mit.
Was ich halt aber Dina, bitte dich, Ellie. Ellie, bitte. Nicht Dina. Dina ist hässlich. Dina ist doof. Ich mag Dina nicht. Gut. Das war's. Mein Statement dazu. Ich würde die Folge hier auch beenden. Und würde dann in der nächsten Folge weitermachen. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut. Euer Muffi. Und tschüss.